Hi, mein Name ist Nathalie und heute gibt es bei Place to Be Stars und Stories von und mit Pamela Reif, die Fernweh hat, einer starken Message von Kim Kardashian, ganz viel Robbie Williams und vieles, vieles mehr. Die Stars haben so langsam genug vom eisigen Wetter mit Lockdown und wünschen sich den Sommer herbei. Ihre Follower bringen sie dabei mit alten Urlaubsfotos in Sommerstimmung. So zum Beispiel Fitness-Ikone Pamela Reif, GNTM-Model Betty Taube, Tänzerin Ivana Santa Cruz, Instagrammerin Katharina Damm und auch Model Adriana Lima schreibt unter ihrem Post, dass sie es nicht abwarten kann, wieder mit ihrer Familie zu reisen. Nachdem sie die New York Times-Doku Framing Britney Spears gesehen hat, meldet sich Kim Kardashian zum Thema negative Medienberichterstattung zu Wort. Sie postete zahlreiche Bilder von Titelseiten in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie: Als ich mit North schwanger war, litt ich an einer sogenannten Präeklampsie, die mich unkontrollierbar anschwellen ließ. Ich nahm über 25 Kilo zu und brachte North fast 6 Wochen zu früh zur Welt. Ich weinte jeden Tag darüber, was mit meinem Körper geschah. Vor allem wegen des Drucks, ständig damit verglichen zu werden, wie ein gesunder, schwangerer Mensch der gesellschaftlichen Meinung nach aussehen sollte. Ich wurde wöchentlich mit Cover-Stories bloßgestellt, die meine Unsicherheiten so schmerzhaft machten, dass ich danach monatelang das Haus nicht verlassen konnte. Man weiß einfach nie genau, was jemand hinter den Kulissen durchmacht und ich habe durch meine eigenen Erfahrungen gelernt, dass es immer besser ist, freundlich zu sein. Schauspielerin Paulina Roginski beantwortete diese Woche private Fragen in einem Instagram Q&A. Auf die Frage, wann sie ihre erste Beziehung hatte, antwortete sie: Ich war total der Spielzünder. Ich war auch immer total schüchtern und konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand an mich verknallt war. Und wenn ich in jemanden verknallter war, dann habe ich mich gar nicht getraut, das irgendwie zu äußern. Voll komisch dabei ist, dass ich sonst so mutig und laut war und ganz viele Leute kannte und wie ein bunter Hund war in Berlin, aber ja, sonst war ich ein bisschen schüchtern. Auch ihren besten Tipp bei Liebeskummer verriet sie ihren Followern. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ganz viel Heilung und es ist, wie es ist. Manchmal ist es einfach nicht die richtige Zeit, nicht der richtige Partner und manchmal sind die Leute dafür da, damit wir an unsere Schmerzkörper kommen und damit wir an Sachen kommen, die wir auflösen, an unsere Muster, die tief vergraben sind und von alleine würden wir es nicht machen und wir brauchen da jemanden, der das so aus uns herauszieht und es ist manchmal wirklich schmerzhaft. In unseren Insights geht es diese Woche um keinen geringeren als Popstar Robbie Williams. Der Sänger startete seine Karriere bei einer der erfolgreichsten Boybands der 90er, bei Take That. Nachdem sich die Gruppe 1996 trennte, gab es zwischenzeitlich eine Wiedervereinigung, allerdings ohne Robbie. Denn der war als Solokünstler unterwegs. Vor einiger Zeit gab es jedoch Gerüchte über ein Comeback der kompletten Band. Auf ihrem Instagram-Kanal werden nämlich seit letztem Jahr wieder vermehrt Fotos von früher gepostet. Robbie Williams ist inzwischen Vater und Ehemann und nicht nur auf der Bühne ein richtiger Entertainer. Auch zu Hause versüßt er seiner Familie den Lockdown mit seinem Gesang, wie zum Beispiel beim Frühstück. Mi amore. Beim Fotoshooting auf der Couch. And a hate is gonna play. And a play is gonna shake up. Ooh, ooh, ooh. Should we do it again? Yeah. Okay, you ready? Start from the beginning. Ready? Stop from the beginning. And a play is gonna play. And a hate is gonna play. I'm just gonna. Oder auch mit seinem Karaoke-Mikrofon an Weihnachten. Die meisten privaten Performances veröffentlicht seine Ehefrau Ada auf ihrem Instagram-Account. Die beiden sind seit 2010 verheiratet und zählen zu den Hollywood-Traumpaaren schlechthin. Ihr Weg zum Eheglück verlief aber nicht gerade reibungslos, wie sie in einem Interview mit dem You Magazine verrieten. So lernten sich die beiden in einem von Freunden arrangierten Blind Date in Robbies Villa kennen. Der Sänger erzählt von dem Abend: Meine Drogendealerin war gerade gegangen, ich hatte mit ihr geschlafen und sie hatte mir eine Tüte mit Drogen dagelassen. Sein Date Ada wusste von all dem allerdings nichts.
Aus dem ersten Date wurde eine Beziehung, die in ihren ersten 3 Jahren von mehreren kurzzeitigen Trennungen geprägt war. Heute sieht es allerdings anders aus. Robbie schwärmt: Ich bin monogam und mit der Person zusammen, mit der ich die Ewigkeit verbringen möchte. Inzwischen sind die beiden vierfache Eltern. Tochter Teddy wurde 2012 geboren, Sohn Charlie kam 2 Jahre später auf die Welt. 2018 folgte Tochter Coco, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Auch ihr jüngster Sohn Beau kam letztes Jahr im Februar mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt. Auch in Sachen Hobbys sind Robbie und seine Ehefrau auf einer Wellenlänge. Dass die beiden leidenschaftliche Skifahrer sind, kann man auf ihren vielen Urlaubsbildern unschwer erkennen. Neben dem Wintersport spielen sie aber auch sehr gerne Golf. Vor kurzem sollen sie sich angeblich eine Villa in der Schweiz am Genfer See gekauft haben. Wenn es außerhalb der Musik mal etwas kreativer werden soll, hat Robbie Wachsmalstifte und Farbe für sich entdeckt. In ihrer Freizeit wird die 6-köpfige Familie ordentlich auf Trab gehalten von ihren Haustieren. Auf Social Media kann man immer wieder die süßen Hunde der Familie sehen. Der Berner Sennenhund Mr. Showbiz hat sogar seinen eigenen Instagram-Account. Im Januar mussten sich die Williams leider von Adas 18 Jahre altem Kater Milo verabschieden. In Upcoming stellt sich diese Woche Studentin Nini vor. Hey ihr Lieben, mein Name ist Nini und ich bin Content Creator auf Instagram und TikTok. Ich beschäftige mich am liebsten mit Haaren, Beauty-Themen, aber eben auch süßen Outfits. Ich liebe es, meine Haare hellblond zu haben, weswegen ich sie regelmäßig färben lassen muss. Und natürlich sind sie stark beansprucht worden über die Zeit. Deswegen beschäftige ich mich umso mehr mit Tipps wie Pflege und teile sie auch gerne mit meiner Community. Außerdem bin ich glückliche Mama von 2 Katzen und unterstütze mit meiner Reichweite Tierschutzvereine oder eben auch Kampagnen für eine grünere Umwelt und ernähre mich seit 2 Jahren vegetarisch. In unserer Inspiration of the Week geht es dieses Mal um ein ganz besonderes Thema, die weibliche Menstruation. Content-Creatorin Diana zur Löwen fordert mit diesem Foto den kostenlosen Zugang zu Periodenprodukten. In vielen Ländern wie Schottland, Großbritannien oder Frankreich gibt es das bereits an Schulen und Universitäten. Sie schreibt: Kein Thema ist eigentlich so normal und weit verbreitet, dennoch aber für viele ein Tabu. Der Verein Social Period setzt sich gegen die sogenannte Periodenarmut ein. Wer sie aber genau sind und was sie machen, haben sie uns exklusiv erzählt. Weltweit haben geschätzt 500 Millionen Menschen nicht genug Geld, um sich mit Menstruationsprodukten zu versorgen. Das nennt man Periodenarmut. Wir von Social Period setzen uns dagegen ein und möchten die Menstruation enttabuisieren. Die Menstruation ist immer noch ein Tabuthema. Das merkt man auch daran, dass zum Beispiel in der Werbung blaue Flüssigkeit anstelle rote verwendet wird, um Menstruationsblut darzustellen. Ein Ziel von uns ist es, dass in Deutschland in öffentlichen Einrichtungen Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das ist zum Beispiel in Schottland, Neuseeland oder Frankreich schon der Fall. Wie kannst du dich dafür einsetzen? Unterschreibe unsere Petition auf change.org/periodenarmut. Das war's auch schon wieder von Place to Be Stars und Stories. Wenn du noch mehr Stars und Stories möchtest, dann folge uns auf Instagram @placetobe oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns am Freitag wieder.